mein Ex-Freund so draußen, er ruft mich oder irgendwas, da, er macht mir Film so draußen und ich denke nur so, Junge, ich kämpfe gerade hier mit meinem Leben so. Entweder ersauf ich oder ich halt die Haare. Gonna boy say, he want marry me, oh. I hope say, sabi cucu watcha, hope your love goes sweet past the shit, oh. Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einem weiteren Video von mir. Wie ihr gelesen habt, habe ich heute eine Storytime für euch. Ich weiß, ihr mögt ja gerne Storytimes, wie ich so mitbekommen habe. Und ja, ihr habt schon im Titel gelesen, worum es in dieser Storytime geht. Aber bevor wir anfangen, gebt diesem Video doch bitte einen Daumen nach oben, wenn es euch gefällt, wenn ihr auf Storytime steht und ich sollte mehr davon machen. Vergesst nicht unten meinen Kanal zu abonnieren für noch mehr tolle Videos, denn wir werden immer mehr und ich bin so mega dankbar für jeden einzelnen von euch. Ich freue mich einfach so, dass jeden Tag neue dazukommen und die, die mich noch nicht kennen, ich bin die Victoria und ja, willkommen auf meinem Kanal. So, bevor wir zu viel quatschen, sollten wir direkt mit dieser Storytime anfangen. Leute. Also diese Story ist schon ein bisschen länger her. Boah, bestimmt 5 Jahre locker. Ist ja eigentlich auch egal, wie lang sie her ist. Und naja, es war so. Ich trage ja Wigs, also Perücken, wie ihr wisst. Und meine Perücken sind nicht so, dass die so Kämme drin haben, also die, die ich selber mache. Da sind keine Kämme drin, sondern die sind so, liegen so flach und sind so fest durch ein Elastikband, was ich hinten benutze. Also ich mache meine Wigs immer mit der Elastikbandmethode. So. Es war im Sommer, ich bin rausgegangen, damals noch mit meinem Ex-Freund und so, sind wir schwimmen gegangen. Plötzlich ein See da bei mir, also bei mir in Wedding. So, ich bin halt eigentlich auch so eine, ich gehe, wenn ich halt schwimmen gehe, ist für mich Schwimmen so ein bisschen ins Wasser gehen und dann wieder raus, wieder rein ein bisschen. Aber so maximal eigentlich so bis hier gehe ich ins Wasser, maximal. Und dann gehe ich wieder raus halt so, ich spiele nicht im Wasser, ich schwimme nicht, ich... So, einfach nur immer so zum Abkühlen und dann wieder raus. Das ist so für mich Schwimmen gehen. Jedenfalls an dem Tag war ich anders so. An dem Tag dachte ich mir, ich gehe mal jetzt richtig rein und schwimme ein bisschen. Und ich hatte halt meine Wig drauf und ich hatte hinten so einen Knoten gemacht, damit die Haare halt nicht so wie jetzt, wenn die nass sind, sind die noch schwerer, bla 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 bla. Dachte ich mir, okay gut, gehst du jetzt mal ein bisschen ins Wasser. Ich bin ins Wasser gegangen, so schlau wie ich bin. Ich schwimme nach vorn, aber ich wollte so weit schwimmen, wo ich halt noch stehen kann. Und ich bin halt eigentlich relativ, also ich bin relativ klein. Ich bin 1,60. Und ich bin halt ins Wasser bis ungefähr hier. Aber hinten dieser Knopf, natürlich sind meine Haare ins Wasser gekommen und diesen Dutt oder Knopf, ja, diesen Dutt, den ich hinten gemacht hatte, ich hatte die Haare halt so gewickelt. Ist nass geworden und nasse Haare sind halt schwer und das zieht voll. Und wie gesagt, ich benutze ja nur diese Elastikbandmethode. Also ich merke so, wie meine Haare langsam abgehen. Und das Wasser trieb mich aber weiter nach vorne rein. Und ich weiß noch, ich drehe mich so um und ich merke, noch ein bisschen drehen und deine Haare sind ab. Und ich dachte so, nein, das kann doch nicht sein. Ich habe schon innerlich so gefühlt, so dieses peinliche Gefühl. Oh mein Gott, ich kann jetzt nicht einfach aus dem... Ich dachte mir schon so drauf geschissen eigentlich, aber ich dachte auch, also nächsten Moment, du kannst so nicht aus dem Wasser rauskommen. Und ich weiß noch, mein Ex-Freund so draußen, er ruft mich oder irgendwas, er macht mir Film so draußen. Und ich denke nur so, Junge, ich kämpfe gerade hier mit meinem Leben so. Entweder ersauf ich oder ich halt die Haare... Oder ich halt irgendwie die Haare fest. Und ich weiß noch, das Wasser treibt mich nach vorne. Es war so ein bisschen, es war jetzt keine stille See. Ich weiß nicht, wie ich euch das halt beschreiben soll. Es war halt so, das Wasser war halt aufgewühlt. Und es hat mich halt so nach vorne gepusht. Und ich halte halt die Haare so fest und versuche sie so von hinten irgendwie... So ohne Sinn eigentlich, aber ich musste halt irgendwas probieren. Ich halte halt diese Haare fest und das Wasser pusht mich nach vorne. Und ich kann ja schwimmen, aber ich kann nicht schwimmen, während ich die Haare festhalte so. Und ich musste halt so eine Entscheidung treffen und ich ersauf da fast. Der ruft mich. Ich bin gerade in, oh mein Gott, meine Haare gehen ab.
Und irgendwie habe ich es geschafft, diese Haare nach vorne. Ich habe sie mir runtergezogen bis hier, bis... Also das Wasser hat mich weiter nach vorne getrieben. Ich habe mir die Haare runtergezogen bis zu den Augenbrauen. Bei mir ist scheißegal in dem Moment. Hauptsache, die bleiben auf meinem Kopf. Und dann bin ich so, also nachdem es mich nach vorne getrieben hat, habe ich mich halt so umgedreht, um wieder zurückzuschwimmen. Aber ich habe meinen Kopf halt unten gehalten, so weit wie es ging. Und bin wieder nach vorne und habe in der Zeit, wie ich nach vorne geschwommen bin, weil ich konnte ja nicht mehr stehen, ich schwimme halt so meinen Kopf nach unten. Ich schwimme und halt meinen Kopf so nach unten. Und desto weiter ich nach vorne ging, also nach vorne geschwommen bin, wo ich dann wieder stehen konnte, also als ich gemerkt habe, ich habe Widerstand, habe ich dann halt so im Wasser so unauffällig das Ganze wieder nach hinten gezogen und bin dann aus dem Wasser raus und dachte nur, oh mein Gott, das ist jetzt nicht wirklich gerade passiert. Ich war da fast drauf, also was heißt fast drauf gegangen, aber ich war fast ersoffen, weil einfach meine Perücke abgegangen ist und ich konnte einfach so nicht raus. Und ich weiß noch, ich mache mir ja die Braids selber, aber zu der Zeit, diese Braids waren so durch, so wäre ich ohne diese Haare raus, ich wäre in den Boden versunken. Ja, Leute, also geht nicht einfach so ins Wasser mit den Perücken, außer ihr wollt die verlieren. Das war es eigentlich auch schon, Leute, das war die Storytime, es war echt peinlich, das war so peinlich, ich wäre fast ersoffen, ich wäre wirklich fast ersoffen, weil dieses Wasser und ich halte die fest, kommt die ganze Zeit in meinen Mund und so und oh mein Gott, kann ich euch nicht empfehlen, macht das einfach nicht. Und ich werde auch nie wieder so weit ins Wasser gehen, wenn ich eine Perücke drauf habe, weil nein, eigentlich normalerweise tue ich das ja auch nicht, aber an dem Tag, ich dachte, ich wäre cool, ich dachte so, was geht, ich kann mir das jetzt hier leisten, aber ihr habt ja gesehen, kannst du nicht. Naja, Leute, das war die Storytime. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sie war relativ kurz. Und ja, wenn euch solche Storytimes gefallen, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, unten meinen Kanal zu abonnieren für noch mehr tolle Videos. Ihr könnt mir auch unten Videovorschläge machen. Und ja, dann sehen wir uns einfach in meinem nächsten Video, Leute. Peace.